Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Brick Lady und wenn ein Mandalorianer unter seinem Helm nur so wenig sieht wie ich gerade, dann frage ich mich, wie können die kämpfen? Boah, im Ernst mal, wie? Das ist wirklich hier nur so ein ganz kleiner Schlitz zum Sehen. Genug davon schick, oder? Das ist unserer Boba Fett-Ecke. Genau wie das, beziehungsweise die Sets, das Set, beziehungsweise die Sets, um die es jetzt hier in dem Video geht. Und ich höre gerade die Waschmaschine piepsen, dann weiß ich ja, was ich gleich noch zu tun habe. Juhu, juhu. Den stelle ich jetzt hier mal vorsichtig ab, damit zu der gewollten Beule da drauf nicht noch eine neue dazukommt. Nein, das wollen wir nicht. Okay, man sieht es vielleicht schon, das Thema heute ist Boba Fetts Raumschiff, beziehungsweise früher hieß es noch Slave One. Ja, da ist nämlich gerade erst eine neue Variante von rausgekommen, die natürlich viel kleiner ist als dieses schicke UCS-Modell. ja. Ich hätte mal gucken können, aus welchem Jahr die ist. Die gibt es aber definitiv nicht mehr bei Lego zu kaufen und ist schweineteuer geworden. Boah. Ja, wir haben die uns damals zusammen angeschafft, halb-halb. Wir haben so ein paar UCS-Modelle, die wir jeweils zur Hälfte bezahlt haben. So, keine Ahnung, andere Leute kaufen sich, ich weiß es nicht, was kaufen sich denn andere Leute zusammen? Ich habe keine Ahnung, aber wir kaufen manchmal sowas zusammen, wenn die von Anfang an schon recht hochpreisig sind und wir uns aber sicher sind, dass wir die behalten wollen. Ja. Das ist so eins von den Sets, die wir schon am längsten bei uns haben. Aber ich habe hier ein kleines Problem. Es ist für meine Kinderhand zu breit. Ich kann das nicht greifen. Das heißt, ich muss euch das auf diesem Ding hier zeigen. Das ist echt ein Problem, weil ich kann das nicht richtig packen, ne? Um euch das von allen Seiten zu zeigen und mit der anderen Hand die Funktion. Nein, nein, wir alle wissen, wie das ausgeht. Und das ist vielleicht bei einem kleinen Set mit 200 bis 400 Teilen ganz lustig. Das hier allerdings, ist das ein Sammlerstück? Hat damals schon 199,99 gekostet, jetzt ungefähr das Doppelte in einem guten Zustand oder original verpackt. Und es hat auch 1996 Teile, also fast 2000 Teile und da hört der Spaß dann echt auf. Deshalb, ich muss gucken, dass ich an diesem Aufsteller hier operiere. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, wir haben hier den Aufkleber nicht drauf gemacht, wir haben gar keinen von den Aufklebern bei dem Set drauf gemacht. Hier ist wieder das passiert, dass der Teig von der Haut, Teig, ich habe Teig gesagt, ne, das klang wie Teig, ich meinte Teig, also babbige Finger, sagt man hier. Und der Staub zusammen so eine Kombi gemacht haben, das müsste man richtig mit Spülmittel oder so sauber machen, keine Ahnung, zumindest nur unter fließendem Wasser, weil nur abstauben reicht dann ja nicht mehr. Das kennt bestimmt der ein oder andere von euch auch, der schon ein Modell länger dastehen hat. Und das hört sich auch schon so knackig an, also ihr wisst schon, dass das knistert so. Ja, also man hört schon, dass das was länger steht. Ich weiß nicht, ich denke, dieses Jahr ist das 4 Jahre her ungefähr, dass wir uns das geholt haben. Der Karton ist in den Katakomben, also im Keller. ja, da ist er gut aufgehoben. Das Buch habe ich aber noch gefunden, ist auch ein schön fettes. Und hier war das noch auf grauem Untergrund. Ich denke, heutzutage wäre das auf einem schwarzen Papier. Das mag ich ja nicht besonders, weil man da immer meine barbigen Fingerabdrücke drauf sieht. Aber hier war noch das Graue, das geht auch klar. Das war auch tatsächlich, ich glaube, hinten ist ja immer so eine Teileliste, das war auch gar nicht so bunt. Hier ist eine ganze Seite nur grau. Ich gucke mal, ob es hier irgendwas Wildes gibt. Ja, so ein bisschen Gelb und Rot ist schon drin. Aber es hält sich doch sehr in Grenzen. Ja, das geht. Ist aber, wie gesagt, auch eine ganz schöne Bauanleitung. Also sehr, sehr, sehr fett. Fettes Buch. Da waren hier auch Figürchen dabei. Ich glaube, dieser Boba Fett hier. Ich habe so Angst, das Ding umzuschmeißen. Ihr wisst warum. Es ist mein Talent. Ich glaube, der ist auch relativ wertvoll hier mit diesem kleinen Umhang. Dann ist hier noch so ein Kollege dabei. Haben auch gerade die neue Boba Fett-Sendung geguckt, beziehungsweise
Ich war die ganze Zeit so abgelenkt von Kind und Baby und habe noch nicht so richtig was davon mitgekriegt. Ja, gehörte dazu? Wahrscheinlich schon. Ich versuche das jetzt mal. Oh Leute, ich weiß, ich finde das ganz lustig, wenn das passiert. Ich ja nicht so. Ja, hier ist das Gute. Das ist auch ein wirklich schönes Modell. Also, ja. Wir sind uns ja manchmal nicht so einig, was wir von einem Modell halten. Man darf hier verschiedene Meinungen haben, ne? Aber bei dem sind wir uns einig, dass das einfach cool ist. An dem haben wir uns bisher noch nicht satt gesehen. Ich mag auch die Kombi aus diesem Dunkelrot und diesem Mintgrün. Hier kann man so ein paar Sachen machen. Diese Kanonen hier lassen sich justieren. Auch der Pilotensitz drin ist kippbar. Man kann diese Kuppel da auch abmachen. Ihr seht, ich habe wirklich Respekt vor dem Ding. Ja, aber ist auch schön. Auch diese Flügel hier, die haben sich über die Jahre so ein bisschen gebogen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die haben sich so ein bisschen abgesetzt. Aber man kann die auch noch so leicht kippen. Das geht und ist auch von hinten sehr schick. Also da, wie gesagt, sind wir beide ziemlich glücklich mit. Und das ist halt wirklich so ein zeitloses Modell, sage ich mal. Ich glaube, bei manchen Sachen sieht man sich schneller satt. Man kann sogar, also ihr müsst euch vorstellen, ich würde das jetzt hier auf den Tisch stellen. Vielleicht kann ich das ja doch mal machen. Mit beiden Händen geht das ja. Oh, nee, das lassen wir. Das lassen wir alle wissen, wie das ausgehen würde. Aber man kann hier theoretisch auch reingehen. Und da ist auch noch eine Klappe. Ich habe sie geöffnet. Ist das noch drin oder nicht? Oh Leute. Ich glaube, ich muss es dafür runternehmen. Da ist nämlich auch noch Han Solo in Carbonit gegossen. Ich habe richtig, mein Gesicht glüht gerade richtig, weil ich so Respekt davor habe, dieses Ding hier anzufassen. Ja, so. Jetzt sieht man jedenfalls auch hier, haben wir uns den Aufkleber geschenkt. Auf dem Ding sehen die ja auch immer so furchtbar aus, weil man dann immer diese Struktur von der Platte durchsieht. Also von der Rückseite diese Löcher. So, man könnte hier unten reingehen. Da ist auch eine Klappe. Und ich gucke jetzt mal, ob ich den guten Han Solo da rauskriege. Komm. Ach, der ist hier festgemacht. Deshalb. Na, dann ist ja besser. Hier, das ist auch bedruckt. Und es ist so erhaben, sage ich mal. Und hinten drin ist auch die Figur. Das finde ich richtig cool. Sowas mag ich ja. Ja, und man könnte theoretisch reingehen. Also für ein UCS-Set wäre das sogar, ich sag mal vorsichtig, es wäre sogar bespielbar, weil man hat den Eindruck, man könnte bis zum, wie heißt denn das, Cockpit durchgehen. Den Eindruck kriegt man da. Das ist auf jeden Fall ein schönes, großes Modell. Ich glaube nicht, dass das Minifigurenmaßstab hat. Ich glaube, es ist ein bisschen größer. Aber die Minifigur sieht da drin von den Größenverhältnissen auf jeden Fall ziemlich gut aus. Und da hatten wir uns auf jeden Fall gefreut, dass es mal wieder eins gibt. Jetzt ja umbenannt in Boba Fetts Raumschiff, weil sich Disney, glaube ich, von dieser Bezeichnung distanzieren wollte. Und ich weiß nicht, ob es irgendwem hier ins Auge sticht. Hier hat mein Sohn damals mit 2 so einen hellgrünen Stein draufgesetzt und den haben wir da gelassen. Wenn jetzt irgendjemand von euch denkt, boah, wo hat dieser grüne Stein meinen inneren Monk schon mal aufgeregt? Ja, also dieses Set hier hatte schon mal der Thomas vom Kanal Held der Steine, kennt wahrscheinlich jeder, in seinem Video vorgestellt. Vielleicht, wenn ich dran denke, verlinke ich euch sein Video. Da haben in den Kommentaren damals sehr viele Leute sich an diesem hellgrünen Stein gestört. Kann ich auch verstehen. Ich sehe es auch hier im Display. Ja, der sticht schon raus. Ich glaube, wir hatten vergessen, dass der da dran ist. Und der gehört jetzt bei uns dazu. Ja, tatsächlich hatten wir ihm das damals mal geliehen. Ja, in der guten alten Zeit. Lang, lang ist her. Ich habe von damals sogar noch die Tasse hier. Die alte, die es mittlerweile nicht mehr gibt. Die habe ich hier sogar noch. Mit meinem leckeren Brennnesseltee. Ist schon kalt. Naja. Ja, da hatten wir uns, wie gesagt, gefreut, weil das wirklich eins der schönsten Schiffe ist. Also man muss diese Form halt mögen. Wir finden das sehr cool.
Und auch Boba Fett ist ja, glaube ich, schon immer einer der beliebtesten Charaktere, auch wenn der ja wirklich damals nicht so viele Auftritte hatte, war er doch immer sehr beliebt und er ist irgendwie auch stylisch. Also, ne, das kommt halt noch dazu. Und dann kam ein neues raus, ehrlich gesagt, als wir das ausgepackt haben. Und manche Versandhändler machen ja einen riesen Karton, dann ganz viel Polstermaterial, was auch gut ist. Und dann haben wir das ausgepackt und haben diesen Karton hier gesehen und fanden das beide erst so ein bisschen, hä, so klein ist das? Da haben wir uns echt schon mal drüber gewundert, richtig doll. Das kostete 49,99 und hat 593 Teile. Ja. Also ist schon mal deutlich weniger und dann haben wir das aufgebaut und die nebeneinander gestellt. Und das ist wirklich, wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ganz so klein hatten wir es uns nicht vorgestellt. Hallo Mami. Oder Papi, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ja, das ist das gute Ding. Das ist aber so klein, dass ich es in die Hand nehmen kann. Moment. Ja. Ich sehe gerade, das ist hier hinten orange. Das wundert mich jetzt etwas. Warum bist du hinten orange? Naja, gut. Hat einen neuen Namen und auch ein paar neue Leuchten. Vielleicht wüsste ich das, wenn ich die Sendung schon geguckt hätte. Ja. Aber das ist es. Da waren auch zwei Figuren dabei. Der Mandalorianer. Auch mit schickem Umhang, seiner super glänzenden Rüstung hier. Und auch noch mal ein Boba mit so einer Riesenwumme hier. Glänzendes Beskar, sehr schön. Und auch hier ist etwas in Carbonit gegossen. Das ist allerdings einfach nur ein Aufkleber, aus wie so ein Wildschwein oder so. Irgendwer weiß bestimmt, wie diese spezielle Alienrasse heißt. Das kann hier nicht rein. Das würde hier hinten so raus. Lugen. Also, das ist auch nicht ganz im Maßstab. Und wenn hier die Figur drin sitzt, also die Bewaffnung machen wir mal weg, da passt da halt wirklich gerade so rein. Ärmchen hoch. Der passt hier gerade so rein. Warte mal, auch nicht so ganz sitzend. Vielleicht müsste ich auch den Flugrucksack noch entfernen, aber. Ihr seht schon, es ist eng. Ich mache das jetzt hier mal so angedeutet zu. Das sieht auf jeden Fall, wenn man da eine Figur drin sitzen hat und daneben das steht mit einer Figur drin, dann denkt man so, boah, also das ist echt sparsam. Ja, also die beiden nebeneinander. Aber ich finde dennoch, dass es schön ist. Es ist für 50 Euro natürlich recht teuer. Das wissen ja auch alle gut. Das ist jetzt hier Lizenz. Das hier kann man auch bewegen. Auch hier ist so ein kleiner Aufsteller dabei. Den ich aber jetzt irgendwie gerade nicht checke. Also der ist so ein bisschen wabbelig. Ja. Ist aber auch dabei. Kann man sich auch hinstellen. Der steht bei uns auch auf so einem Regalboden aktuell zumindest zusammen mit dem Helm, weil das ja farblich auch alles so schön zusammenpasst. Und ja, also auch in dem Maßstab sieht er schön aus. Man erkennt sofort, was es ist. Ja. Farbgebung ist ganz stimmig. Hier sind ein paar Aufkleber drauf jetzt. Weil ich finde, bei dem Kleinen würde das eher so ein bisschen, ich sag mal, nackig aussehen, ohne die Aufkleber. Wie bei dem Großen. Das finde ich, macht sich auch ohne den Stickerbogen gut. Da ist auch, der müsste hier in dem Buch mit drin sein. Da ist auch ein ordentlicher Stickerbogen dabei. Ich gucke gerade mal kurz durch. Wenn ich es jetzt nicht hier habe, ist auch okay. Aber da waren einige mit dabei auf jeden Fall. Ach, gestern hatte ich ihn noch in der Hand hier, ja. Da ist so eine große Palette dabei. Genau, das natürlich als riesigen Sticker und dann halt noch so ein paar Details. Ja, genau wie hier, so halt so ein bisschen Abnutzungsspuren, die mit Hilfe von so einem Aufkleber dargestellt werden. Wo aber halt auch wirklich die Farben nie ganz zu den Farben von den Steinen passen. Also mich nervt das immer ein bisschen. Wenn dann der Aufkleber wenigstens genauso groß wäre wie die zu beklebende Fläche, wird es vielleicht nicht ganz so doll auffallen. Ist natürlich viel schwieriger anzubringen. Ist ja bei manchen Marken so, dass die Aufkleber wirklich, man muss die ganz, ganz bündig, ganz konzentriert anbringen, dann sieht es auch halbwegs was aus.
Aber hier finde ich, sind die Farben vom Untergrund und vom Sticker immer so ein bisschen unterschiedlich. Aber wie gesagt, auch das ist eigentlich noch ein ganz süßes Modell. Auch hier haben wir wieder so eine Bewaffnung. Ja. Also es ist einfach ein schönes Modell. Wir mögen das sehr gerne. Das ist eins unserer gemeinsamen Lieblinge. Und dann haben wir noch eine ganz kleine süße Raumschiff One, sage ich mal. Ich frage mich gerade, was der Plural wäre. Aber ich denke, bei Boba Fett würde man als Deutscher ja sagen Boba Fette, oder? Ich glaube, also das ist doch jetzt wieder Quatsch. Ich merke das ja durchaus auch, wenn ich Quatsch erzähle, aber halt immer erst, wenn ich es höre. Da kommt es halt schon aus mir raus. Hier, die war jetzt noch, deshalb weiß ich auch nicht, wie viele Teile auf die entfallen. Ich denke, ein bisschen weniger als bei der, weil die noch mal ein Stück kleiner ist. Die hier war von der Cloud City und die finde ich so am lieblosesten eigentlich. Also wenn man die beiden jetzt mal hier... Jetzt wird schon wieder schwierig. Die sehen für mich so ein bisschen wie so Käfer aus, keine Ahnung. Haben sowas Käfermäßiges. Wenn man die jetzt vergleicht, hier vorne finde ich das so ein bisschen schlichter noch als das. Aber die Cloud City, da war das hier ja eher auch nur so eine Beigabe, sage ich mal. Hier haben wir natürlich auch diese kleinen Flügelchen. Und auch einen ganz pupsigen Platz, um drin zu sitzen. Naja, es wird okay sein. Ja, hier auch. Von hinten sieht es auch schon ein bisschen weniger beeindruckend aus. So. Ja. Natürlich ist die große hier am coolsten. Oder das große ist ja Raumschiff geworden, Starship. Ja. Das war von der Cloud City, die übrigens zu bauen richtig cool war. Aber hinzustellen, wir hatten die eine ganze Zeit lang in so einem Glas-Couch-Tisch, wo halt jetzt eine von unseren Spinnen drin wohnt. Aber es hat genau gepasst und sah ziemlich cool aus. Ja, und da kann man das auch kindersicher aufbewahren, wobei er sich in diesem Krabbelalter nie besonders für die Lego-Modelle interessiert hat. Ja, ich würde gern sagen, dass es auf meine Kappe geht, aber ich habe gar nichts gemacht. Er hat von Anfang an irgendwie gewusst, dass man da nicht dran geht. Ja. Das ist so die kleinste und schlichteste. Auch hier sind wieder so, ja, so Aufkleber. Ach, hier ist das Stückchen grau. Naja, hier vorne so eine Abnutzungsspur wieder. Die finde ich halt, ja, wie gesagt, da ging es ja um was anderes bei der Cloud City. Und das war halt eher nur so dabei. Aber das haben wir nochmal rausgeholt als Vergleich. Das fühlt sich auch ein bisschen, ja, an, als könnte ich meine Wäsche vertragen. Ja, mögt ihr dieses spezielle Modell auch so sehr? Also wir finden es, wie gesagt, beide ziemlich cool. Und ja, natürlich, das hier hat gewonnen, ist jetzt halt unbezahlbar. Das ist wirklich erstaunlich, dass sowas im Preis so dermaßen steigt irgendwie. Finde ich auch ein bisschen sinnlos, ehrlich gesagt. Ja. Naja, aber ist auf jeden Fall ein cooles Modell. Wie gesagt, ich finde diese Kombi aus diesem dunklen Grün, diesem Mintgrün und diesem Rot irgendwie total schick. Und es hat halt einfach auch eine saucoole Form. Irgendwie so. Ja. Und Boba Fett ist eine coole Socke. Ja, wir haben sogar Boba Fett Socken an dieser Stelle mal kurz erwähnt. Ja, das wollte wahrscheinlich auch einfach keiner wissen. Aber schon okay. Na gut. Ich würde sagen, es ist ein richtig cooles Modell. Hier ein bisschen abgespeckter und hier dann ganz abgespeckt. Aber immer noch cool. Ja. Ich finde es auch ein Hingucker und wie gesagt, ziemlich zeitlos. Habt ihr auch eins von diesen Modellen? Könnt ihr ja gerne mal erzählen, wenn ihr unter diesem Video erzählen dürft, was ihr zu erzählen habt. Was ist denn vielleicht... Wenn das jetzt nicht so euer Lieblingsraumschiff ist, was mögt ihr da lieber? Muss ja auch nicht von Star Wars sein. Gibt ja bestimmt auch coole andere Sachen. Ich finde zum Beispiel auch diese NASA-Serie total cool mit dem normalen Space Shuttle. Das sieht auch cool aus. Und mit Schwarz-Weiß kann man auch nichts falsch machen, ja. Aber das hier ist so von den Star Wars-Modellen wirklich für uns beide so ein Liebling. Ja, ist richtig schick. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich versuche dran zu denken, euch das zu verlinken. Das wahrscheinlich eher nicht, weil, also, so viel Geld muss wirklich keiner für sowas ausgeben. Ich finde 200 € schon viel. Aber das ist ja wirklich auch ein schönes Modell. War auch, also, das war wirklich auch
ein Vergnügen zu bauen. Ja. Und dann werde ich mal gucken, dass ich die Serie noch schaffe, durchzugucken. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, beziehungsweise ein schönes Wochenende. Danke fürs Zuschauen und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal. Ach, und der coole Helm, den stelle ich hier. So, der muss ja nicht auf dem Boden stehen. Ist voll cool hier mit so einer Spielfunktion. Und dann blinkt der. Yay. Ciao.